Omega Supreme ist verwundbar. Megatron und seine Decepticons müssen mit aller Macht angreifen, um den Wächter von Iacon zu überwältigen und ihn zu zwingen, das Tor zum Kern von Cybertron zu öffnen. Hat er das überstanden? Solange genug übrig ist, um das Omega-Tor zu öffnen, ist mir das egal. Megatron? Ich glaube, das ist nicht das Problem. Energiezellen leer. Initiiere Energiegewinnungssubroutine. Die Sensoren zeigen, dass diese Batterien die Quelle von Omega Supremes Regenerierung sind. Scan. Decepticon-Eindringlinge. Waffen scharf. Ich dachte, wir hätten den Kern erledigt. Gefahr. Meinen Omega Supremes Traktorstrahl. In Deckung gehen, bevor er voll aufgeladen ist. Unsere Waffen richten nichts bei ihm aus. Die Scans zeigen, dass Omega Supremes Verteidigungsbarriere nicht bis zu seinem Geschützen reicht. Ich empfehle. Warnung. Verwundbarkeit in bestimmten Subsystemen. Eine Batterie voller Energon ist eben aus dem Boden aufgetaucht. Ist das normal? Omega Supreme scheint die Batterien zu nutzen, um seine Geschütze zu reparieren. Decepticons, wir müssen schnell sein. Setz dunkles Energon an der Kernbatterie ein. Geschwächt. Systeme rekalibrieren. Situation suboptimal. Da ist noch eine Batterie. Worauf wartest du? Setze das dunkle Energon bei ihr ein. Achso, übrigens, Beamonster am Start für euch. Entdeckt. Und jetzt auch die letzte Decepticon-Mission von Gegenvirus auslösen. Seht, das dunkle Energon setzt ihm zu. Endlich ist der große Omega Supreme verwundbar. Decepticons, Angriff! Und jetzt auch die letzte Mission von unsere letzte Decepticon-Mission von Transformers. Fall of Cybertron. Iacon gefährdet. Schlacht nicht beendet. Regeneriert sich erneut, wir müssen ihn aufhalten! Und dann noch geht's weiter mit der Autobot-Kampagne. Entdeckt Systemkorruption. Aktion. Gegenvirus auslösen. Das ist es! Das dunkle Energon zerstört seine Panzerung! Jetzt! Ich, Megatron, habe Omega Supreme besiegt! Gepriesen sei Megatron! Systeme beschädigt. Energielevel 49%. Reparatur initiiert. Er steht wieder auf? Was machen wir jetzt? Megatron, seid gewarnt. Omega Supreme Schild liegt frei. Aber er funktioniert noch. Auf diese Raketen aufpassen! Da ist ein Schutz aus Panzerplatten, der seine Brust schützt. Wie sollen wir diese Panzerung denn durchdringen? Hör auf zu windeln und schieß schon, Breakdown! Sofortiges Ergeben erforderlich. Zugang zu Kern unmöglich. Er entzieht Cybertrons Kernenergie. Was für eine erstaunliche Kraft. Die will ich für mich haben. Ich dachte, ihr habt gesagt, seine Energie sei verbraucht. Das ist jetzt sogar noch mehr als zu Beginn. Das macht keinen Unterschied. Nicht einmal Omega Supreme kann mich jetzt noch aufhalten. Oh.
komm, jetzt geht doch mal drauf, du scheiß Teil. Yes! Versagt. Situation kritisch. Omega Supremes, interner Schild ist unten. Verwendet dunkles Energon, um ihn zu verderben. Ich weiß, was zu tun ist, Soundwave. Sei still oder stell dich meinem Zorn! Systeme, Ausfall, Korruption, absolut. Ja! Ja! Die mächtigste Waffe der Autobots und der Schlüssel zum Kern von Cybertron sind mein! Das Universum soll vor meinem Namen erzittern! Omega Supreme ist geschlagen und dem Einfluss des dunklen Energon erlegen. Triumphierend zwingt Megatron den Wächter dazu, das Omega-Tor zu öffnen und die Decepticons zum Kern von Cybertron zu führen. Endlich! Cybertrons Kern ist mein! Sind die Verderber platziert? Ja, Lord Megatron. Fangen wir an! Ein ruhmreiches Zeitalter liegt vor uns, meine Brüder. Das dunkle Energon breitet sich im Kern aus und Cybertron gehört mir!